Luka Doncic ist auf dem Weg, der erste Spieler in der Geschichte der NBA zu werden, der über eine gesamte Saison im Schnitt 34 Punkte, 9 Assists und 9 Rebounds pro Abend auflegt. Kein Spieler schaffte jemals auch nur 33, 8 und 8. Der Slowene führt die NBA im Scoring pro Spiel an, 34,0 Points per Game, um genau zu sein. Und natürlich wird es auch bei den Punkten insgesamt über 80 Punkte vor dem zweitplatzierten Shai Gilgeous-Alexander. Er ist außerdem jeweils auf dem zweiten Platz, was die Assists angeht. Addiert man seine Punkte, Rebounds und Assists miteinander, kommt er auf irre 53,2. Der einzige MVP in NBA History, der diesen Wert überbieten konnte, war Kareem in 1972 mit 56. Doncic averaged in den ersten Hälften der Games in dieser Saison im Schnitt 19, 5 und 5. Es gibt gerade mal 19 Spiele in der NBA dieses Jahr insgesamt, die so eine Statline über ein komplettes Spiel auflegen können. Unfassbare 22 Hälften mit mindestens 25 Punkten absolvierte er. Embiid ist der nächste mit 10. 15 davon sind die ersten Hälften, die nächsten 3 Spieler in dieser Kategorie kommen auf 14 zusammen. Sein Erstviertel gegen Houston vor wenigen Tagen war das erste und einzige in NBA History mit mindestens 22 Punkten, 8 Rebounds und 4 Assists. 33, 10 und 10 legte Luka im März auf, zum zweiten Mal in seiner Karriere kam er über einen gesamten Monat auf einen 30-plus-Punkte-Triple-Double im Schnitt, Oscar Robertson und Russell Westbrook sind die einzigen Spieler ever, denen dieses Kunststück gelang. Im Januar kam er sogar auf unfassbare 37, 9 und 10 im Schnitt, was ihm zum ersten Spieler seit 1973 machte, der über einen gesamten Monat mehr als 35 Punkte und 10 Assists pro Abend auflegte. Der Witz ist, dass er das im Dezember auch schon geschafft hat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Damals gewann er übrigens nicht den Western Conference Spieler des Monats Awards, dafür aber im Februar und März, nur Tatum gewann diese Auszeichnung diese Saison auch mehr als einmal. Doncic ist außerdem der erste Spieler in der Geschichte der NBA mit 6 30-plus-Punkte-Triple-Double in Folge. Natürlich führt er die Mavericks bei den Punkten, Rebounds und Assists an und er steht aktuell bei 258 Dreiern in dieser Regular Season, neuer Franchise-Rekord in Dallas. Das macht er bei mal eben einem karrierebesten 38% von Downtown, bei dem ebenfalls höchsten Volumen seiner Karriere von über 13 Dreiern auf 100 Possessions. Reden wir über seine Mavericks, aktuell eines der heißesten Teams der NBA. Dank 8 Siegen aus den letzten 9 Spielen steht man aktuell auf Platz 5 in der Western Conference, mit einer nicht ganz unrealistischen Chance, sich eventuell sogar noch den Heimvorteil für die erste Runde zu schnappen. Man gewann 12 der 13 letzten Spiele, in denen Doncic auf dem Parkett stand, hat in dieser Zeit das höchste All-Rating der NBA und das drittbeste D-Rating, gut für Platz 1 beim Net-Rating. Durch diesen fantastischen Run hat man die aktuell 7-beste Bilanz der NBA in dieser Saison und es ist, wo man nur 3 der 9 Spiele ohne Doncic für sich entscheiden konnte. Und obwohl eure 5 seiner Teamkameraden jeweils über 20 Spiele verpassten, und das sind nicht ganz unwichtige gewesen. Alleine Irving und Lively verpassten zusammen 42 Games, alle Non-Jokic-Starter bei den Nuggets verpassten zusammen gerade mal 34, das nur mal so nebenbei. Und Verletzungen sind das eine, Dallas ging mit einem neuen Kader in die Saison rein und dann änderte sich auch noch eine ganze Menge zur Deadline, Luka hält das Schiff allerdings immer auf Kurs. Doncic ist einer der statistisch besten Clutch-Bär der NBA in diesem Jahr und er hat das beste offensive Estimated Plus-Minus der NBA in dieser Saison. Es gibt in meinen Augen keine aussagekräftigere All-in-One-Statistik im Basketball. Nicht zu vergessen, dass er den besten Ball am defensiven Ende seiner Karriere spielt, Stats sollten hier sehr vorsichtig nur verwendet werden, aber die Isolation- und Post-Up-Defense-Statistiken sehen krass aus und der Eye-Test erzählt generell die gleiche Geschichte, er ist kein Minus mehr an diesem Ende. Also, long story short, Luka Doncic spielt eine geistkranke Saison für die Dallas Mavericks und ich möchte heute mal erklären, warum ich meine Meinung zum MVP Award vor kurzem geändert habe und ihn im Rennen mittlerweile vorne sehe. Für eine ganze Weile war Joel Embiid mein Platz 1, dann verletzte sich dieser allerdings und fiel aus dem Rennen raus und dann war es irgendwie lange ein Zweikampf zwischen Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander, das war aber auch zu einer Zeit, in der die Mavs gerade mal so ein Play-In-Team waren. Mittlerweile ist der Teamerfolg aber eher sogar ein Plus für Doncic, trotz all der Verletzungen und Veränderungen im Kader sein Team zur 7-besten Bilanz aller Teams aus der beiden Conference zu machen, ist schon eine krasse Leistung. Und was Dallas Win Percentage angeht, da ist man nicht wirklich durch in den Teams der letzten 3 MVPs, zweimal Jokic und einmal Embiid. Sicherlich stehen Shai und Joker da noch besser da, aber come on, Doncic kann relativ wenig dafür. Auf einer individuellen Ebene kann man, denke ich, durchaus den Case machen, dass Doncic die beste Saison aller Spieler spielt, der ist mit Sicherheit besser als Shai, beim Joker kann man durchaus diskutieren, bei allen anderen Spielern wie Giannis, Tatum oder Kawhi eher auch nicht. Die Volumenstats sind das eine, wie gesagt, seine Saison haben wir noch nie von irgendjemandem gesehen, aber die Effizienz dabei ist halt auch komplett bodenlos.
Ein 122er Offensivrating, 62% durch Shooting und fast so produktiv in Pick-and-Roll-Situationen, ISOs, bei Drives, am Korb, aus der Midrange, aus dem Post heraus, als Dreierwerfer und was man auch nicht unerwähnt lassen darf, Doncic nahm noch nie so viele Spot-Up-Jumper wie in diesem Jahr, was seinem Game auch sehr gut tut. Seine Usage rankt in der 100%, seine Punkte pro Wurfversuch und Assist-Quote jeweils in der 96er. Doncic trifft lächerlich verrückte 76% direkt am Korb, 100% bei den Point Guards in the Glass und er trifft 53% aus der kurzen Midrange, 98%. Insgesamt trifft er wahnwitzige 50% aus der gesamten Midrange, 91% und wie gesagt, der Dreier führt noch nie so häufig und gut wie in dieser Saison bei ihm. Luka ist in kompletter Kontrolle der Mavericks Offense, sein Passing und Playmaking für die Kollegen sind in dieser Saison auf einem Level, wie ich es womöglich noch nie von einem perimeter-orientierten Spieler in der Geschichte dieses Sports gesehen habe. Diesen Pass durfte ich im Rahmen unserer New York Community Reise im Februar live im Madison Square Garden sehen, womöglich ein Anwärter für den Assist of the Year, ich dachte, ich guck nicht richtig. Die Lasten, die dieser Mann trägt, sind unnormal und er lässt es einfach aussehen, verpasste gerade einmal 9 Spiele bisher, knackte die wichtige 65-Spiele-Marke, dank der er nicht nur MVP werden könnte theoretisch, sondern auch im Sommer 2025 den größten Vertrag in NBA History unterschreiben wird, wenn nichts Großes dazwischen kommt. Mein Case und meine Argumentation für Lukas MVP Award lautet wie folgt: Keiner der Top-Kandidaten hatte es so schwer wie er, keiner hat so viele Lasten für sein Team getragen, keiner hat sein Team so auf den Schultern getragen, keiner hat besser gespielt als Luka Doncic. Und das soll auch gar keine Kritik an den anderen Kandidaten sein. Jokic, Giannis, Tatum oder Shea spielen alle richtig krasse Songs, letzterer war ja auch lange Zeit mein Pick. Es soll ja auch heute gar nicht um die anderen gehen, sondern einzig und allein darum, dass wir alle gerade Zeuge von etwas Historischem werden und ich das Gefühl habe, die wenigsten wissen das so wirklich richtig zu schätzen. Was Doncic da Tag ein, Tag aus macht, wird irgendwie warum auch immer für selbstverständlich gehalten, er wird behandelt, als hätte er diesen Award schon einmal gewonnen und jetzt mal ein anderer dran, aber das ist nicht so. Er spielt klar besser als Embiid, als dieser letzte Saison MVP wurde oder als Jokic, Harden oder Giannis in deren ersten MVP-Saisons. Bei Doncic scheint es mehr Voter-Fatigue zu geben als bei jemandem wie Jokic, der aber schon zweimal gewonnen hat und es vielleicht nicht unbedingt ein drittes Mal tun sollte, wenn ein anderer Spieler das macht, was Doncic seit Monaten macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Luka viele First-Place-Votes bekommt und ich halte es für quasi ausgeschlossen, dass er genug Stimmen bekommt, um MVP zu werden, aber nachvollziehen kann ich das dann eben nicht so wirklich. Wie gesagt, wäre Dallas ein Play-In-Team, wie es die Lakers oder Warriors sind, dann wäre das alles eine andere Geschichte. Aber was dieses Team gewinnt in den letzten Wochen, wie gut Doncic plus ein gesundes Team sind, obwohl der Coach auch vor einen miesen Job macht, das muss doch irgendwie anerkannt werden. Ich habe ihn vorne, denke aber, dass Jokic oder Shea das Ding machen werden, dann ist natürlich der Joker. Am Ende des Tages bin ich aber einfach froh, diesem Mann bald dabei zuzuschauen, wie er gegnerische Defenses in den Playoffs tyrannisiert und der Erfolg dort ist für Luka eh alles, was sportlich zählt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu dieser gesamten Debatte ist. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.